Ey Leute, heute ist es so arschkalt, da wollen wir doch mal die Kohlen richtig anglühen. Zweiter Anfeuerversuch. Was machen wir heute? Wir machen heute einen Pulled Wildschweinburger aus einem Boston Butt aus einer Wildsau. Wir haben unseren Jäger, unseren Zulieferer, unseren Metzger sozusagen, die das halt gemacht haben, dazu beauftragt, uns am Boston Butt rauszuschneiden. Gut, die haben ihr Möglichstes getan. Boston Butt ist ein Teil vom Schulter und vom Nacken. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß nicht, was ich gestern Nacht alles um 3:30, 4:30 gesagt habe, wo ich das Ding eingerubbt habe, aber das seht ihr jetzt im Anschluss. Ich lasse noch kurz die Kohlen durchglühen und dann schmeißen wir sie auf den Grill. Kurz, damit sie ein bisschen Raucharoma aufnehmen kann und danach kommt sie in den Topf. Gut Leute, aber ich zeige euch jetzt noch schnell die Vorbereitungen von dem guten Stück und dann sehen wir uns hier wieder. Unglaublich. Nachts um 2:30 stehe ich hier noch dran und bastel am Essen für morgen. Ja, hier haben wir unseren, naja, Boston Butt Cut. Haben wir unseren Fleischlieferanten und einen Jäger, beziehungsweise der dann sein Metzger, so gesagt. Die haben ganz schön geguckt und gesucht, dass sie herausgefunden haben, was wir überhaupt wollten. Das ist hierbei rausgekommen. Schulterstück und ja, Rückenstück wird hoch. Sieht halt mal jetzt so aus. Würzen tun wir das Ganze leider nicht mit dem Deerhunter heute. Der ist fast leer, hätte auf keinen Fall ausgereicht. Aber wir probieren vom Beef Buddy das sehr wild aus. Warum auch nicht? Gut, dann werden wir den jetzt, oder das Fleisch hier jetzt erst einmal komplett einstreuen, einrubben. Und dann schnappe ich mir das ganze Teil hier so. So werde ich das jetzt noch schnell verschnüren. Mit dem hier. Ich verschnüre das schnell nochmal. Richte mir meine Folie her, die ich vergessen habe. Und Leute, dann zeige ich euch das Ganze nochmal. Wie gesagt, wir haben es 2:30 in der Nacht. In der Früh kann man sehen, wie man will. So Freunde, ich habe das Ding jetzt zusammengebunden. Auf diese Art und Weise könnte man jetzt auch, wenn man zwei kleinere Schweinenacken hat, die zusammenbinden, schön sauber verschnüren und dann kann man aus denen im Prinzip ein großes Pulled Pork machen. Ja, und diese Art und Weise habe ich hier jetzt eben angewendet, einfach, dass es ja ein festeres Stück wird. So, dann wickeln wir den Boston Butt Cut jetzt noch schön ein und so darf er dann noch bis morgen sich etwas entspannen, die Gewürzaromen ziehen, bevor es dann erstmal in der ersten Runde auf die Weberkugel geht. Genau, so machen wir das. Ja Leute, dann können wir das Ding ganz einfach in den Kühlschrank zum Schlafen schicken bis morgen. Und dann geht es auch mit der aktuellen Aufnahme weiter. Ja, das war der Rückblick. Freunde, ich habe es geschafft. Die Kohlen glühen endlich. Ich habe noch mal 5 Anzünder drunter. Ja, hier habe ich jetzt Räucherchips drauf geschmissen. Weil, wie gesagt, wir wollen ja den Boston Butt erst ein bisschen räuchern zu Beginn, bevor es in den Topf geht. Die Räucherchips sind von
Sixt Barbecue und Mesquite. Die probieren wir jetzt heute mal aus. Gut, Chunks wären jetzt vielleicht sinnvoller gewesen hier auf die Kohlen, aber ich wollte die jetzt unbedingt ausprobieren. Die gehen demnächst auf dem Gasgrill auch noch in die Räucherbox. Gut, holen wir die Kohlen her. So für Stündle oder eineinhalb bis zwei Stündchen maximal wird es schon ausreichen. So wie wir es hier jetzt haben. Ich habe hier jetzt alte Kohlen, ein paar neue Mac-Briketts, Kokoskohlen und ein bisschen Holzkohle auch noch mit drauf, dass wir überhaupt bei der Eiseskälte auf Temperatur kommen. So, ich habe hier unten in die Schale noch ein Oktoberfestbierchen reingekippt. Ihr wisst ja, hier sind wenig Biertrinker, dass das Bierchen nicht schlecht wird. Dann packen wir hier unser Stück, gutes Stück aus. Alle Luken auf Vollgas auf. Und dann schauen wir mal, wie warm, wie heiß der Grill überhaupt wird. Tja, und zu der Handschuhe sage ich drinnen. Jetzt noch schnell was dazu. Genau, sehen wir schnell drinnen. So, dass ich ja ein leichtes Problem mit meinen Händen habe, wisst ihr ja. Und momentan, durch die widerliche Kälte auch, ist bei mir die Haut teilweise rau wie Schleifpapier. Der Stefan hat gestern in der Werkstatt schon gemeint, ich könne das Schleifpapier komplett weglassen und bräuchte bloß mit der Fingerkuppen drüber. Und dadurch habe ich lauter klitzekleine Risse drin. Und ich sag's euch, da mit der Bürste drüber zu schrubben, wenn jeder einzelne Nylonfaden von der Bürste in so eine kleine Schnittwunde oder Risswunde reingeht, um Gottes Willen. Ja, so ist es, so schaut's aus. Also lieber komplett heute nur mit Handschuhen. Es sieht auf alle Fälle besser aus als, naja, okay. Kohlen heute für die Topfgeschichte nachher werde ich die Kohlen, was ich in Sindelfingen bekommen habe, am selben Stand, wo Six Barbecue waren, die Barbecue-Kokoskohlen, ja, die probiere ich heute einfach mal für den Topf aus und die schneide ich jetzt gleich einmal auf und guck mal rein. Da haben wir ein Messerchen. Ja. Ich weiß noch nicht einmal, was für Kohlen das sind. Ob das Briketteier sind oder Stangen oder keine Ahnung. Ah ja! Es sind so Stangen, klein geschnitten. Also optimal für einen Topf, würde ich jetzt mal behaupten. Und die probieren wir heute aus. Ja, dazu nochmal danke an Barbecue, dass ihr mir so ein Pack mitgegeben habt. Beziehungsweise, die waren ja so schlau und haben mir das auf der Messe in die Hand gedrückt, weil sie unbedingt ein Foto mit mir machen wollten. Ich habe gesagt, wenn er mir das in die Hand drückt, dann behalte ich das auch. Ja, und was haben sie gesagt? Auch kein Problem, klar doch. Und wirklich dafür nochmal vielen, vielen Dank. Aber Leute, ich quassel schon wieder viel zu lang. Ich bin ja schon fast wie Hainun Barbecue. Um Gottes Willen, da würden ja die Videos noch länger werden. Gut. Also wie gesagt, eineinhalb bis zwei Stunden jetzt lassen wir das Fleisch auf dem Grill, smoken wir's. Ich werde zwischendurch einmal nach den Temperaturen gucken vom Grill und später dann tun wir es im Topf. Mal gucken, ob wir es in 4,5er kriegen. Der 12er ist fast schon zu groß. Eine Zwischengröße habe ich leider keine.
Da wäre ein 9 oder so mal recht. Schauen wir mal. Okay, wenn ich es in den kleineren reinkriege, machen wir es da drin. Ansonsten muss ich den 12er Topf nehmen. Wir sehen uns nachher wieder da draußen. So, meine Lieben. Nach einem Stündel irgendwas haben wir immerhin schon 150 Grad in die Kugel gebracht. Mit einem kleinen Trick. Oh. Und zwar habe ich von hinten auch noch ein paar Kohlen mit angelegt, also vorne weggenommen, hinten angelegt und ja, das von beiden Seiten anbrennt, der Kohle-Ding. Das drehen wir jetzt noch einmal. Mhm. So sieht der Brocken nun aus. Und ich denke, wir können den jetzt dann demnächst in Dutch Oven reinwuchten. Freunde, es geht weiter. Ich habe hier jetzt ein bisschen improvisiert. Die Kohlen sind gleich soweit. Der Topf steht noch da unten. Dutch auf dem Tisch. Hier noch die restlichen Zutaten. Wildfroh habe ich 2 Gläser, a 400 Gramm. Preiselbeeren haben wir auch 400 Gramm. Zwiebel und Knoblauch etwas. Wilder marokkanischer Rosmarin. Frischen Rosmarin habe ich leider keinen mehr bekommen gestern. Und ein Thymian. 200 Milliliter Rotwein. Und dann fehlt jetzt bloß noch ein Stückchen Butter. Aber bis das kommt, werden wir gleich einmal die Kohlen darüber wuchten und einen Topf von unten befeuern. Und wer da im Hintergrund rumgrunzt, das ist mein kleines Brüderchen. Jetzt kommt bestimmt gleich ein Kommentar von ihm. Wieso sollte ich? Denkt dran, das wird alles aufgenommen und gesendet. Wir brauchen jetzt erstmal natürlich ordentlich Dampf von unten. Dann lassen wir jetzt den Topf kurz aufheizen. Die Butter kann ich gleich hineinschmeißen. Ja, und dann können wir auch schon unsere Zwiebeln anrösten. Wo ist die Butter hin? Wo ist die Butter hin? 2 schöne Butterfleckchen. Boah, ist das ein scheiß Wind heute schon wieder. So, jetzt muss ich aber gerade mal schauen. Diesen Kohlen hier. Bei Hochkantstellen ist vielleicht nicht unbedingt so gut. Da sind sie zu hoch. Ob wenn wir sie alle legen, ob der Topf dann gleichmäßig steht. So, jetzt stehen wir halbwegs gerade. Wie gesagt, nur kurz anschwitzen, bevor uns der Knoblauch zu sehr verkokelt. Das reicht uns schon. Dann können wir gleich unseren Wildfond dazugeben. Den Rotwein. Unsere Preiselbeeren. Etwas Rosmarin. Am liebsten wären wir jetzt frische Zweige gewesen zum mit reinschmeißen. Habe ich leider keine bekommen. Und ein klein bisschen von dem Thymian. So. Riechen tut das Ganze schon mal gut. Eventuell müssen wir nachher noch mit Wasser aufgießen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und hier
schmeißen wir jetzt unser Wildschwein da rein. Oh, das Ding sieht doch mal richtig geil aus. Oder Harry, was meinst du dazu? Also wenn ich mir das so anschaue, hier wird er dann immer bleiben. Ja, weil du so ein Fresspopel bist, das wissen wir ja. Meine Zuschauer wissen es aber noch nicht. Ja, mein kleiner Bruder. Sagt er zu mir, kleiner Bruder, aber ich zeige euch gleich noch. So, jetzt schließen wir den Deckel und tun mal ein paar von den Kohlen oben drauf. Oh, erstmal den Handschuh hier auf die Seite. Hau da ruck. So, das sollte reichen. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oben und naja, ein ganzer Haufen unten. Hauptsache, die haben Luft zwischendrin. Ich schaue jetzt immer, dass ich zwischen den Kohlen, wenn sie unten drin liegen, immer so an Fingerbreit Luft drin habe. Dann sollten die auch nicht mehr ausgehen. So Leute, und so lassen wir das jetzt mindestens die nächsten 1,5 bis 2 Stunden noch stehen. Und dann können wir mal nachgucken. Naja, vielleicht zwischendrin mal nachgucken und das Fleisch wenden. Kerntemperatur war jetzt gerade so gemessen zwischen 55 und 60 Grad. Aber jetzt zeige ich euch mal mein Brüderchen. Ja, Freunde, dann komm mal her. Zeige ich euch mal mein kleines Brüderchen. Nein, ein bisschen größer ist er. Und ein bisschen viel älter. Jetzt schlägt er mich gleich wieder. Nee, die Zeit ist einfach nicht. Sonst kriege ich ja kein Wildschwein ab. Genau. Okay, Leute, jetzt habt ihr ihn auch einmal gesehen, kennengelernt und wir warten jetzt ganz einfach, bis der Topf, das Fleisch im Topf soweit fertig ist. Und derweil, wie es immer so ist, wenn sie kommen, bringen sie Arbeit mit und gehe ich nach hinten und kümmere mich mal um sein Auto. Voll. So, Freunde, dann schauen wir jetzt kurz mal rein. Ich kann ehrlich gesagt wieder mal nicht sagen, wie lang es drin ist. Hui, sieht nicht gut aus. Und schauen mal kurz nach der Temperatur. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. 86. 90, 91. Ich denke, maximal eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dann können wir es rausnehmen. Aber nichtsdestotrotz werde ich das Ganze jetzt noch mal drehen. Das zerfällt wirklich schon fast von selber. Also maximal noch eine halbe Stunde und dann muss gut sein. Und dann sehen wir uns dann auch schon wieder drinnen, weil ich nehme jetzt die Cam mit rein und richte drinnen schon soweit alles her. Und woran erkennt man, dass es draußen arschkalt ist, wenn ja, da drin schon das Wasser gefriert? Mittlerweile schon wieder aufgetaut, aber es war wirklich schon eine Eisschicht drauf. Was haben wir hier denn? Schauen wir mal rein. Oh yeah! Ein leckerer Krautsalat. Schatz, du hast den Krautsalat gemacht ohne Video? Ja. Kannst du uns mal noch erzählen, wie du den gemacht hast? Kommst ja, du näher? 600. Kommst du näher, dass die Leute auch was verstehen? Also das sind 600 Gramm Rotkohl, gehobelt, dann einen Becher Kräutercreme Fraiche, einen Teelöffel Senf, einen Teelöffel Honig, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, eine Handvoll Erdnüsse.
Erdnüsse? Erdnüsse, ja. Erdnüsse? Einfach so die Erdnüsse mit rein? Einfach so die Erdnüsse okay. mit rein. Okay, lecker, lecker, lecker. Ich glaube, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Ja, ansonsten, glaube ich, schreiben wir dieses Mal ausnahmsweise mal ein Rezept unten mit in die Infobox. Gut. Jetzt warten wir aber noch, bis das andere soweit fertig ist. Und dann sehen wir uns hier und können unsere Burger zusammenbauen. So Leute, wir wären dann soweit, dass wir den Deckel lupfen. Jetzt muss ich den bloß irgendwie dann rüberbringen. An der Camp vorbei. Bin gleich wieder da. Da haben wir unser Wildschweinchen. Das duftet mal hervorragend. Das und irgendwo den Handschuh ablegen. So. Und dann gibt es einen Kamerawechsel. Jo, dann kümmern wir uns mal um das Pullen von dem Wildschweinderl. Etwas über 90 Grad hat es gehabt. Erstmal die ganzen Stricke wieder finden. Weil auf den beißt sich's, glaube ich, nicht so gut rum. Weg damit. Ich glaube, ich mache lieber doch mit Kabeln. Tja, und so pullen wir jetzt das ganze Stück ab und vermischen es hinterher dann noch mit der Soße. Also Schatze hat probiert, jetzt probiert mein Brüderchen. Ja, das schmeckt ja lecker wie Sau. Boah, ist das geil. Meinst du, du kriegst doch noch was davon? Schluck erstmal runter, bevor du redest, da versteht man ja kein Wort bei dem Genuschel. Also Freunde, ich pull das ganze Teil jetzt erstmal sauber ab. Oder lass es abpullen. Gar nicht so einfach. Ja, lass jetzt das Fleisch da. Blutsakrament. Jetzt kannst es du machen. Nein? Toll, muss ich doch selber weiter pullen. Es ist so lecker. Also ein klein bisschen länger hätte man es vielleicht noch drin lassen können. Aber Leute, was soll ich sagen? Mein Bruder will irgendwann wieder heim. Und wir haben Hunger. Oh. So länger drin, ist das saugut. Ja, dass es ein bisschen weicher noch wird und sich ein bisschen leichter zerfledern lässt. Also dritten Zähne habe ich noch nicht. So. Aber ich denke, man kann es so lassen. Ich habe jetzt doch noch meinen Schatz dazu gebracht, dass sie mir das Fleisch zerrupft. mit der Hand ist es einfach noch zu heiß. Gar keine Chance. Man hätte es natürlich noch etwas ruhen lassen können. Aber wie gesagt, wir haben Hunger. Oh, schau mal, diesen Rauchring. Mhm. Ja. Weg ist er, der Rauchring. Schmeckt übrigens. Mittlerweile ist es soweit abgekühlt, dass wir es noch ein bisschen mit der Hand kleiner rupfen können. Aber ich tät mal sagen, das ist schon soweit gut. Da kommt auch schon die Soße. Einfach noch ein bisschen mit drüber. Noch eine hätte ich gesagt. Und dann tue ich es mal ordentlich vermischen.
Das reicht jetzt. Das reicht jetzt. Ja, und dann würde ich mal sagen, können wir unsere Burger basteln. Wunderbar, wunderbar. Einmal Bun. Krautsalat mit der Gabel nehmen, oder? Ja. Da hinten waren die Löffel. Vielleicht etwas sinnvoller. Etwas von Rotkrautsalat. Und fertig wäre ein Wildschwein Pulled Pork Burger aus dem Boston Butt Cut, ja, mit leckeren Rotkrautsalat. Sieht doch mal richtig gut aus. Wir werden jetzt essen und danach, Leute, sehen wir uns richtig zum Fazit. So, Freunde, dann kommen wir doch noch zum Fazit. Mein persönliches Fazit dazu, es war absolut klasse. Wie lang war das jetzt im Topf? Ich glaube so zweieinhalb Stunden war es noch im Topf. Hat wunderbar gepasst. Die Kohlen haben durchgehalten bis zuletzt. Geschmacklich war es hervorragend. Beim Burger selber habe ich jetzt zum Schluss vergessen, dass ich eigentlich noch aufs Fleisch ein paar Preiselbeeren drauf tun wollte, so als Soße sozusagen. Naja, man kann ja mal was vergessen. Aber jetzt hören wir uns noch schnell an, was mein Brüderchen dazu zu sagen hat. Also Freunde, ich muss sagen, das hat mein kleiner Bruder wirklich verdammt sau gut gemacht. Und jetzt hat er einen Scheißdreck. Jetzt komme ich öfters vorbei und friss einen Arm. Lass mal es einfach drin, was der daher gelabert hat. Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Was es gibt's da? Schatz, haben wir schon einen Plan fürs nächste Video? Nein. Möchtest du noch was dazu sagen? Nein, wir sind planlos. Aber jetzt bin ich richtig satt. Es war so lecker. Gut. Okay dann. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.